hat Juve Superstar Giorgio Chiellini, 37, seinen eigenen Nachfolger jetzt selbst auserkoren. Bis 2023 steht der Italiener noch bei Juventus Turin unter Vertrag und kann sich offenbar vorstellen, dass ihn ausgerechnet ein BVB-Spieler beerben könnte. Es handelt sich um Manuel Akanji, 26, der seit 2018 für Borussia Dortmund spielt. Sein Kontrakt läuft ebenfalls 2023 aus. Ich war schon immer von Akanji fasziniert, da er immer noch mehr geben kann. Und meiner Meinung nach näherte sich dem richtigen Alter, um wirklich seinen Höhepunkt zu erreichen, sagte der Innenverteidiger vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz. 0,0. Also die perfekte Ausgangslage für einen Wechsel in zwei Jahren, wenn Chiellini voraussichtlich seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. Schweiz. Nationalspieler Akanji müsse laut des italienischen Kapitäns noch den letzten Schritt gehen, aber, wenn ich in den Ruhestand gehe, wird bald eine Stelle bei Juve, D. Redaktion, frei. Es wird also Platz geben. Mit Geld kann man sich vieles kaufen, sogar gutes Benehmen. Eine spanische Zeitung enthüllt, wofür Neymar von PSG einen fetten Bonus erhält. Mario Götze, 29, hat sich entschieden. Er hat seinen BSV-Vertrag vorzeitig verlängert. Warum er in Eindhoven bleibt? Chiellini spielt seit 16 Jahren bei der alten Dame. 536 Pflichtspiele, 36 Tore, mit Italien. Holte er im Sommer den EM-Titel und wurde zum besten Abwehrspieler des Turniers gekürt. Große Fußstapfen, in die Dortmunds Abwehrspieler da treten würde.